Ein freundliches guten Tag, hallo. Ich grüße euch alle herzlich zur zweiten Runde von dem Beef-Turnier bzw. den Beef-Matches. Ich begrüße den Heiko von der Let's Player WG. Hallo Leute. Und den Blücher. Hi. Danach den General Pilofas. Halli, hallo. Und danach den Anno. Ja, von mir natürlich auch herzlich willkommen zu der zweiten Beef-Runde. Der ein untoter Verfaulter ist. Oh, ja, passiert. Hast du ja im letzten Spiel schön erreicht, mich so untot zu machen. Ja, eventuell. So, gut, dann fange ich jetzt mal an. Ach, genau, Timmy ist leider nicht anwesend. Er ist halt heute irgendwie nicht gekommen, hat nicht abgesagt. Darum ist er halt leider letzter, kriegt 0 Punkte. Ist halt leider so, nur wir müssen halt diesen Monat leider das Beef beenden. Dann ist halt traurig, aber passiert halt leider. Und auf geht's. Und alle haben wieder Push-to-Talk drin und quasseln dann jetzt vor sich hin. Genau, viel Spaß. Jo, und gell und halft fun. Gut, dann starten wir schon mal rein. Ich sag schon mal aus meiner Warte heraus, dass ich ein bisschen krank bin. Wird man vielleicht merken, ich muss ab und zu husten oder so. Und ich habe dieses Spiel noch nie in meinem Leben gespielt. Ich habe es gerade zum ersten Mal gestartet. Insofern, das kann was werden. Falls jemand hier jetzt meint, oh mein Gott, ich kann gar nicht zusehen, so schlecht spielst du, dann bitte möge er einfach gehen, denn er wird es wirklich nicht aushalten können. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das hier funktioniert und was man hier genau machen muss. Womit ich überhaupt was baue. Hier kann ich wohl Gebäude bauen. Welche Gebäude ich bauen muss, habe ich keine Ahnung. Rathaus, Kaserne, Sägewerk, Abladepunkt. Das ist echt schlimm. Ich habe gar keine Ahnung. Ich baue mal einen Hof vielleicht. Ich denke mal, das ist sowas wie ein Haus und ganz nützlich. So ein bisschen kommt es mir ja wie Age of Empires vor, hier, oder StarCraft 2, Warcraft 3 ist ja auch so ein bisschen Vorgänger davon. Aber wie gesagt, ich habe null Ahnung, also wirklich null. Und ja, spiele jetzt einfach mal gegen die. Ich denke mal, ein paar von denen haben aber auch keine Ahnung. Andere wiederum haben Ahnung, also ich glaube, Mr. West hat Ahnung von dem Spiel. Anno und Blücher glaube ich weniger, aber Anno ist ganz gut in StarCraft 2. Ja, Timmy Neutron ist nicht da. Heiko, weiß ich nicht, wie gut der ist. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich auch nicht so. Ja, insofern wird Mr. West ist hier eindeutig der Favorit. Klopp, ich will euch mal ganz kurz stören. Für die Leute, die halt noch nicht so viel Ahnung haben, ihr könnt eine Heldengruft bauen, dann könnt ihr Helden bauen. Bringen die was? Sind stärkere Einheiten. Okay, mit besonderen Spezialfähigkeiten. Vielen Dank. Ja, also wir bauen jetzt die hier Helden einfach Arbeit. Die Helden bringen mir sogar sehr viel. Ich baue halt erstmal hier eine Kaserne, um einfach mal überhaupt Truppen zu haben. Kaserne, da weiß ich wenigstens davon, was das ist. Ich habe natürlich wahrscheinlich total gefailt, weil ich gar nicht hier durchgängig Arbeit da baue. Ich schätze mal, das ist wichtig, dass man das tut. Ansonsten wäre das Spiel ja irgendwie total sinnlos. Ja, baut man Arbeiter mit R oder wie? Ah ja, tut man, alles klar, okay. Was tun wir jetzt? Also nachdem hier die Kaserne fertig ist, können wir ja wahrscheinlich wieder was tun. Ja, schauen wir mal. Hier Gebäude nach der Kaserne können wir vielleicht schauen, dass wir... Ja, ein Sägewerk kann man vielleicht doch nochmal bauen, oder? Wahrscheinlich. Klingt sowas wie so eine Standardsache, die man braucht. So ein Sägewerk. Bauen wir mal. Also wie gesagt, Building Order etc. Ist grauenhaft. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es noch andere Goldressourcen gibt und wenn ja, wo und wie man die bauen muss. Ich nehme mal an, diese goldenen Punkte sind weitere Goldressourcen. Da muss man wahrscheinlich hin expandieren. Ich werde jetzt erstmal einen Soldaten dahin schicken, jeweils einen, um diese Echsen, würde man in StarCraft 2 sagen, zu scouten. Also hier einmal links von mir. Da ist der Soldat also unterwegs. Warcraft 3 ist ja schon ziemlich alt, aber man kann sagen, Dota zum Beispiel und damit League of Legends haben sich eigentlich aus Warcraft 3 Mods rausentwickelt, glaube ich. Oh, verdammt! Da sind Feinde, die das bewachen. Gut zu wissen. Die hole ich aber doch jetzt hoffentlich nicht in meine Base, indem ich wegrenne. Ja, nee. Die gehen wieder. Alles klar, ein Glück. Benötigt Schmiede, das heißt, wir brauchen dann so bald wie möglich einen Schmied. Und wir können keine weiteren Arbeiter ausbilden, wie es aussieht. Wir brauchen wohl wieder eine Art Hof. Ja, das ist natürlich blöd. Dann bauen wir hier mal schneller.
Geht das? Ja. Bauen wir mal mit 2 Einheiten einen Hof schnell. Also da sind wir total ins Bevölkerungslimit getappt. Ritter könnte man auch noch ausbilden nachher dann. Scharfschützen, ja. Ja, keine Ahnung. Also, das habe ich ja erstmal sowieso verhauen. Hier bauen wir gleich noch einen Hof, damit das nicht nochmal passiert. Dann können wir ein bisschen Holz sammeln. Ich nehme mal an, dass das hier geht. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe mir nicht mal ein Video zu diesem Spiel angeschaut. Ich habe also wirklich nicht den blassen Schimmer. So, hier haben wir ein Sägewerk. Ja, da kann das Holz hingebracht werden. Okay. Genau, unsere Arbeiter sind in Bau. Wie sieht's aus mit der Armee? Ja, da wird auch gearbeitet. So, den Hof haben wir gleich. Das heißt, wir können... Ach, den baut nur einer von den beiden. Das ist ja ein Mist. Wir brauchen eine Schmiede, hieß es. Schmiede errichten, genau. Dann können wir bessere Einheiten bauen, glaube ich. Wenn wir die Schmiede haben, bauen wir mal nochmal einen Soldaten, Arbeiter weiterhin nachpumpen. So. Holz sammeln wir ja auch. Ich weiß nicht, hier oben müsste das angezeigt werden. Ja, man, es gibt kein Limit für die Ressourcen, alles klar. Nicht, dass wir da irgendwie Lager bauen müssen und die ganze Zeit umsonst Ressourcen sammeln. Das wäre ja echt schön blöd. Ja, wahrscheinlich hat man zu diesem Zeitpunkt schon eine gute Armee. Ich habe halt gar nichts. Auch okay. Wie es aussieht, braucht man wieder einen Hof. Also da sind wir anscheinend wirklich rückständig, was das betrifft. Ich möchte einen Hof errichten und nichts anderes. Was ist denn da? Ich verstehe es nicht. So, jetzt haben wir hier eine Schmiede. Da können wir Sachen erforschen. Ausbau zu Eisenschwertern klingt gut. Dauert auch ein bisschen wahrscheinlich, ja. Wir bauen anscheinend zu viele Einheiten immer. Also auf jeden Fall muss man anscheinend durchgehen mit 2 Arbeitern einen weiteren Hof bauen. Oder ich mache hier irgendwas falsch und man soll das gar nicht. Das könnte natürlich auch sein. Ich habe da eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung. Jetzt können wir auch Scharfschützen bauen. Der ist gut gegen Lufteinheiten. Wahrscheinlich kommt jemand, wenn er uns rushen will, auch mit Lufteinheiten an. Deshalb bauen wir das mal. Also mein Ziel ist hier auf gar keinen Fall zu gewinnen, sondern irgendwie nicht letzter zu werden. Das wäre schon mal ganz schön. Ja, dann Veredelung, also die Verteidigung. Dafür brauchen wir mehr Holz. 75 Holz. Na, kommt ein bisschen Holz noch. Holt euch noch ein bisschen Holz. Kommt schon, Arbeiter. Wir brauchen Holz. Also ich habe keine Legs. Ich auch nicht. Okay, dann schaut euch mal hinter mein Video an. Das ist nämlich gerade schlimm. Ich hab, bin hier gerade. Ich habe auch keine Legs. Also nur so zur Info. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich denn welche habe. Ja. So, da ja, sehen okay, wir also so einen Scharfschützen. Ich bin gerade zwischen 20 bis 3 FPS. Ich bin bei 60. Ja, ich auch, trotz Aufnahme. So. Da können wir jetzt die Leute nochmal verbessern. Da müssten wir die ausbauen hier zur Burg. Ausbau zur Burg kostet auch einiges, wie es aussieht. Okay. Ja, verbesserte Baukunst klingt super. Wir müssen dann aber wahrscheinlich auch bald eine Burg bauen. Was brauchen wir hierfür? Benötigt Sägewerk, Schloss und Schmiede. Oh, das sieht nach, hört sich nach viel an. Jetzt wurde es übrigens Tag, wie es aussieht. Bauen wir mal den Altar der Könige. Dann können wir Helden beschwören. Das klingt super. So, jetzt hatten wir gerade auch einen minimalen Lag, aber es geht noch. Und hier könnten wir einen Ausbau zur Burg machen. Nee, können wir gar nicht, soweit ich weiß. Wir haben zu wenig Holz. Deshalb holen wir uns mal neue Holzsiedler. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit? Ja, arbeitet mal an der Goldmine, bitte. Die arbeiten überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Die verweigern die Arbeit, ja. Was? So sieht das aus. Keine Ahnung, was, ob die da arbeiten oder nicht, oder ob das einfach nur nicht animiert ist. Ja, also ich habe keine Ahnung. So, hier können wir Blutmagier beschwören. Irgendwas in der Richtung Paladine. Bergkönig. Holen wir uns doch mal so einen Erzmagier. Und dann hoffen wir, dass das hier irgendwas bringt. Wir brauchen mehr Höfe. Ja, toll. Ja, mein Lord. Ja, mein
So, hier müsste eigentlich noch ein Arbeiter rumstehen. Ja, genau, da ist er. Den können wir dann auch noch am Hof mitarbeiten lassen. Wir brauchen nämlich mehr Höfe hier. Also, es ist wirklich grauenhaft, was ich hier habe. Also, im Endeffekt habe ich gar nichts. Ja, mein Lord, Arbeit ist von der gut. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es sinnvoll ist, so viele Höfen zu bauen. Oder ob man nicht lieber auf ein paar Helden gehen sollte. Wahrscheinlich hätte ich längst angreifen müssen oder irgendwas tun müssen. Das Problem ist, ich weiß es halt einfach echt nicht. Ich weiß auch nicht, ob meine Armee gut genug ist, um hier diese Expansion da jetzt wagen zu können damit. Keine Ahnung. So, jetzt geht erstmal euer Holz da abladen. Nein, was machen denn die ganzen Siedler? Jetzt habe ich alle ausgewählt aus Versehen. Naja. So, da haben wir jetzt diesen Magier-Typen. Was kann der? Rolle des Stadtportals. Ja, keine Ahnung. Holen wir noch ein paar Scharfschützen ran vielleicht. Holz sammeln wir jetzt gerade ordentlich. Das heißt, wir können jetzt mal uns zur Burg weiterentwickeln. Dann können wir mal in der Mitte scouten, oder? Gehen wir mal mit unserer Armee ein bisschen scouten. Also, was heißt Armee? Das ist wahrscheinlich irgendwie gar nichts. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man in StarCraft 2 6 Zerklinge hat. Und vielleicht noch einen Bersen. So, die Goldmine hier sieht unbewacht aus und benutzt. Wie baue ich denn da jetzt was? Ein Rathaus baue ich anscheinend hier hin. Tun wir das doch einfach mal. Und expandieren da mal in die Mitte. Kann sein, dass das strategisch total bescheuert ist. Also, wie gesagt, erwartet da nichts von mir. So. Die Burg ist immer noch nicht gebaut. Wir haben auch noch gut Ressourcen in der Goldmine übrig. Wir sammeln aber auch ganz ordentlich gerade. Ich würde mal sagen, wir geben ein paar Höfe in Auftrag. Wie geht das? FG irgendwie so? So, ich glaube, so müsste das funktionieren von den Folgebefehlen her, dass da jetzt Höfe gebaut werden. Alles klar, gleichzeitig wird hier unser Rathaus gebaut, dann können wir mehr Gold sammeln. Insgesamt. Ja. Aber wie genau das jetzt hier abläuft, also fragt mich nicht. Fragt mich wirklich nicht. Bauen wir noch ein paar Scharfschützen, dann haben wir auch was gegen Luftwaffe. Ich habe ja immer so den Eindruck, die werden mich ganz gerne mal mit Luftwaffe angreifen. Wahrscheinlich ist es auch komplett falsch, hier die ganze Zeit Armee zu bauen und sie nicht zu nutzen. Schätze ich mal. Jetzt haben wir gleich unsere Burg. Ob ich Verteidigung da wirklich brauche? So, hier mit der Burg kann ich dann meine Einheiten nochmal verbessern. Da freue ich mich schon mal drauf. Das dürfte auch bald der Fall sein. Ich werde gleichzeitig immer noch nicht angegriffen. Wahrscheinlich maxen gerade alle ihre Wirtschaft aus. Nur ich mach's nicht. Eine Burg hat wahrscheinlich auch schon jeder. Also da bin ich wahrscheinlich auch mit Abstand am langsamsten im Moment. Wir können natürlich jetzt schon alles zum Schloss upgraden, wenn wir wollen. Jetzt holen wir uns erstmal die ganzen Verbesserungen. Ein paar neue Arbeiter vielleicht. Sägewerk, Schloss, Schmiede braucht der. Wir haben doch ein Sägewerk, eine Schmiede und das heißt, wir müssen nur noch ein Schloss jetzt haben. Na, bauen wir doch mal gleich ein Schloss. Na, dafür haben wir nicht genug Gold, alles klar. Wir haben kein Gold, wofür haben wir denn unser Gold ausgegeben? Für die Verbesserung in der Schmiede wahrscheinlich? Ja, sieht so aus. Okay. Dann schauen wir mal. Sind Soldaten überhaupt stark? Gibt es da irgendwo Schaden 13 bis 15, Rüstung 4. Was können die? Schaden 19 bis 26, 28. Na, Moment, ich will doch nur einen auswählen. So, 19 bis 28 oder 13 bis 15. Okay, 2, 4. Okay, ist alles klar. Die, die mehr Schaden machen, vertragen selber weniger. Wie in jedem Strategiespiel. Okay, gut, dass wir das schon mal wissen. Bauen wir jetzt ein Schloss. Dann können wir nämlich in dem Rathaus, das hier jetzt gleich fertig gebaut ist, dann endlich die neuen Ressourcen alle ausnutzen. Und gleichzeitig haben wir hier eine Menge abgeholzt, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich unschön. Das heißt, wir müssen irgendwie neue Holzgründe für uns entdecken. Deshalb haben wir auch so wenig Ressourcen im Moment. Okay, okay.
So langsam ergibt das alles einen Sinn. Jetzt können wir noch einen Helden bauen. Dann würde ich sagen, beschwören wir doch einfach mal einen Bergkönig. Dafür haben wir dann nicht genug Gold. Werden wir aber bald haben, denke ich. Bergkönig, komm schon. Gleich haben wir genug. Jawohl. Jetzt ist der Bergkönig in Bau. Die Schmiede arbeitet ja noch wunderbar und das Schloss ist in Bau. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich relativ hochgeteckte Einheiten. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das jetzt, was hier hochgeteckt ist und was nicht. Wir spielen ja auch nicht alle Menschen und wahrscheinlich kommen gleich so 20 Drachen um die Ecke oder irgendwas in der Richtung. Ja, da ist Anno. Schon beschäftigt mit irgendwelchen Flugeinheiten, die mir übel auf die Nerven gehen. Und irgend so eine Art Queen. So eine Riesenameise zumindest. Die haben wir jetzt mal down bekommen. Unsere Einheiten leben, glaube ich, noch. Aber ich glaube, das war auch mehr so zum Scouten von ihm. Bin ja trotzdem mal gespannt, wie das hier weitergeht. Meine Herren, ich bin echt aufgeregt, Leute. Halt auch einfach, weil ich ja wirklich komplett blank bin. Gut, wenn das Schloss fertig ist, können wir wahrscheinlich, wenn das jetzt hier, wenn meine Logik stimmt, einen weiteren Magier oder so bauen. So, Anno hat Lufteinheiten, da haben wir schon mal richtig vermutet. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht so viele Ritter. Aber so 2-3 Scharfschützen können wir ja noch bauen. Ich glaube aber, wir kommen bald wieder an den Rand unserer Bevölkerung. Sieht man das überhaupt irgendwo? Irgendwie sehe ich das nicht. Schauen wir mal G, F und dann G, F, 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 F. Lüchter, nette Basis. Geht das. Na, ihr scheint ja zu kämpfen. Ah, kämpfen nicht, ich guck mal ihn an. Okay. Ist unfair, ich will sehen, wo du bist. So, jetzt können wir hier... Pilofas heißt auch interessant mit seinen vielen Häusern. Aha. Ja, ich habe keine Ahnung. Und du hast ein paar zu viele in deiner Goldmine drin. 6 Leute maximal. Sonst ist das ineffektiv. Und eventuell ein paar Verteidigungsgebäude. Und die ganzen Häuser bringen nichts. Du kannst nicht mehr als 100 Leute haben. Toll. Ja, ist aber gut, dass ich gucke. Ja, danke. So, das heißt, das haben wir schon mal verkackt. Woher weiß ich überhaupt, wie viele Leute ich habe? Das wäre auch noch gut zu wissen. Kampftierausbildung. Ich glaube, da können wir Ritter verbessern, wenn wir mal wollen. Ich meine, dass Mr. West uns sehen kann, zeigt, dass er von der Tech-Stufe schon wesentlich weiter ist als wir. Denn ich kann gar nichts sehen. So, hier in der Schmiede wird ja schon getaggt eigentlich. Und hier können wir auch noch was holen. Den Blutmagier beschwören wir noch. Hohe Kosten, ja. Aber wir haben ja auch noch Holz, oder? Sehe ich das falsch? Wir haben doch Holz, ja. Oh, hier haben wir auch zu viele. Die falsche Arbeit verrichten. Sägewerk müssten wir hier nochmal bauen. Wenn ich das richtig sehe. Und dann kann man auch so arkanen Kram bauen. Kontrollturm. Vielleicht einfach mal zum Scouten hier. Jawohl, da sind nämlich Einheiten von Mr. West. Jetzt ist die Frage, soll ich die angreifen oder lieber nicht? Nicht, dass ich was falsch mache. Naja, wir bauen ja jetzt gerade hier die Burg oder was auch immer das ist, so ein Kontrollturm. Dann haben wir da schon mal die Sicht. Die Vision drauf. So, da haben wir unsere Armee. So, hier können wir anscheinend Scharfschützen und so weiter total upgraden. Das will ich aber eigentlich gar nicht im Moment. Übrigens, wo sind die Ritter? Habe ich da schon einen Ritter oder so? Nein, das sind alles... Das sind keine Ritter, das sind... Scheinbar sind die Ritter gar nicht mal so schlecht. Hier sind Ritter. Ja. Ich habe auch viele Untote halt, die von dir gestorben sind. Okay.
Das Ganze hat auch Elemente von Age of Empires, wenn ich das jetzt richtig beobachte. Das mit den 6 Workern hätte man mir auch davor sagen können. By the way. Nein. Aber gut, dass es mir überhaupt sagt. Vielleicht hat er einfach nicht dran gedacht. Gut, tja, was tun wir nur? Hier müsste bald ein Ritter rausspringen eigentlich. Tut er aber nicht. Dann halt nicht. Was kann man noch bauen? Arcanes Sanctum. Priester kann man da bauen. Werkstatt. Greifenhorst. Arcanes Gewölbe. Teure Stadt. Klingt gut. Ja, die gehört jetzt mir. Als könnte man das tacken. Irgendwie scheint es da ein Problem zu geben. Ein Ritter von mir ist einfach weg. Den hatte ich ja eigentlich vorhin gebaut. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich gehe jetzt mal in die Mitte. Irgendwie müssen wir da ja auch mal nachschauen, was da los ist. Dann gehen wir mal hier hin. Rennen einfach mal rum, weil ich glaube, wir haben eh genug, um das auch wieder nachzubauen, was wir da so haben. Nein, die Donnerechsen müssen wir nicht unbedingt ärgern. Glaube ich. Es ist blöd, dass man nicht alle Einheiten auf einmal auswählen kann hier. Finde ich. Ja. Ob ich jetzt noch weiter expandieren müsste eigentlich, weiß ich übrigens auch nicht. Nur, dass sich da keiner drüber aufregt. Ich weiß es halt einfach nicht. Ja, jetzt können wir Rucksack erforschen. Das klingt so, als wäre das ganz gut für die Sammler. Momentan etwas schlecht, dass du angreifst. Warum? Bin erst wieder im Aufbau. Ja, und? Hier können wir so Sachen machen. Unfreundlich. Hier können wir so ein mechanisches Tier machen. Es muss ein gütiger Schuss her, der näher sein. Ja, was muss da? Keine Ahnung. Bauen wir mal einen Greifenhorst. Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich für die Helden, damit man denen irgendwelche Fähigkeiten geben kann. Wir gehen jetzt einfach mal da runter und schauen mal, was da so ist. Oh Gott, was ist das denn von Anno? Den greifen wir einfach mal an. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert, ob man den angreifen kann, ob das was bringt oder nicht. Ich habe da eh keine Ahnung. So, holen wir uns mal seine Flieger und so und Zeugs. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade sinnvoll ist, was wir da tun oder nicht. Um ehrlich zu sein. Annos Held versuchen wir gerade down zu bekommen. Unser Held ist schon tot. Unsere Helden sind wahrscheinlich schon alle tot. Also unsere Helden sind tot, würde ich sagen. Aber es scheint so, als würde ich gerade Einheiten von Anno auch besiegen. Also er ist wahrscheinlich woanders am Kämpfen oder ich... Er hat noch mehr falsch gemacht als ich. Ich habe da eh keine Ahnung von. Ich weiß es nicht. Ob ich da gerade gewinne oder nicht, ist mir auch nicht ganz klar. Das hier scheinen eh nur Verteidigungsgebäude zu sein, die ich da gerade einreiße. Aber irgendwie möchte ich meine Einheiten loswerden, um ehrlich zu sein. So, wir schicken mal eine Einheit nach Hause von mir. Die will ich nämlich noch behalten. Dann hat Anno jetzt hier irgendwelche noch Titus gebaut. So, den Greifenhorst haben wir abgeschlossen. Jetzt gehen wir da ein bisschen drauf. Zerstören halt einfach ein paar Gebäude von ihm. Nur ich weiß echt nicht, was das bringt. Das ist echt schlimm, wenn man irgendwo angreift. Man weiß nicht mal, wofür das gut ist. Ja, da bin ich jetzt wirklich hier gegen die Geistertürme ziemlich aufgeschmissen, glaube ich. Die ärgern schon. Der hat sich da also wunderbar eingebunkert und dann ziehe ich mal die Einheiten zurück, die noch übrig bleiben von mir. Das heißt, er hat mich hier abgewehrt. Ich habe aber ein bisschen was von seiner Armee wahrscheinlich bekommen. Oder die Teile gehören auch irgendwie zur Verteidigung und waren gar nicht seine Armee. Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube aber, so ein Greifenhorst ist ganz gut gegen das, was er jetzt hat. Holen wir uns mal Greifenreiter. Die sehen super aus, die Kerle. Schön stark.
Ah, die können wir jetzt zum Verteidigungsturm ausbauen, zum Arkanenturm, okay. Das heißt, dafür sind diese Kumpels da, so baut man die also. Mit den Türmen kann man dann also seine Verteidigung im Endeffekt aufbauen. So, wo ist eigentlich mein Held? Habe ich überhaupt noch Helden? Wäre gut zu wissen. Ah, die müsste ich jetzt alle wiederbeleben, oder wie? Das kostet auch, aber das kostet ja nicht so viel. Die können wir alle wiederbeleben, glaube ich. So, im Greifenhorst, da kommen jetzt auch bald welche an. Also Anno haben wir Anno überhaupt geschadet? Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Ich glaube, ich habe ihm nur ein bisschen Infrastruktur weggehauen. Ich weiß auch nicht, ob man hier nach Punkten gewinnt oder wie man gewinnt. So, da ist der Greif. Okay. Joa. Sturmhammer können wir noch erforschen für so einen Greif, glaube ich. Wäre auch ganz nett. Hier werden die Könige gerade wiederbelebt, alle. Okay. Schauen wir mal, kann man hier noch mehr machen? Irgendwie Rückkopplung, angreifen, stoppen? Nee, da kann man nicht noch mehr machen. Okay. Das heißt, das ist dann quasi schon so ein Verteidigungsturm, Arcana-Turm. Der kann wahrscheinlich kämpfen. Ich würde dann einfach noch mehr von den Teilen bauen wollen. Kontrolltürme. Ja, das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir da zugemacht. So, das Goldlager hier ist jetzt endgültig futsch. Hier auch. Ja, also es scheint so, als hätten wir gleich alles outmined. Kann ich da jetzt noch was tun? Wenn ja, was? Ein Greifenreiter könnte ich dann nochmal bauen gleich. Wir greifen einfach Anno an. Weil, oh, da kommt ja was. Und zwar einiges. Und das sieht mir nach einer sehr starken Armee von Mr. West aus. Wodurch unsere Verteidigungsanlage viel zu spät kommt, leider. So viel wissen wir jetzt. Da scheint er also durchzurücken. Hat er auch ordentlich Einheiten. Ja, und dann gehen wir eben doch auf die Einheiten drauf. Auf den Helden vielleicht. Hier. Bisschen reinhauen. Autsch. Ja, er wirkt da auch noch Sonderfähigkeiten gegen uns. Sieht gar nicht gut aus. Unser Greifenreiter ist down. Ja, also damit sind wir eigentlich verloren. Damit haben wir keine Chance mehr, würde ich sagen. Wie genau jetzt hier Punkte man bekommt oder nicht mehr bekommt, kann ich leider auch nicht sagen. Habe ich keine Ahnung. Also ob ich jetzt hier alles richtig oder falsch mache, weiß ich nicht. Oder ob ich einfach nur überleben müsste. Wahrscheinlich sollte ich theoretisch gesehen auch eher nachproduzieren oder mehrere Produktionsgebäude haben. Auch das ist ja nicht der Fall bei mir im Moment. Bauen wir doch einfach noch eine Kaserne irgendwie mal hier hin oder so. Ein paar Arbeiter können ihn ablenken, den Feind, während wir die Kaserne da bauen. Und hier eben jetzt die Magier raushauen, denn ich habe den, die Scharfschützen, ich hatte den Eindruck, dass die ganz gut sind, die Scharfschützen. Kann aber sein, dass ich mich irre. So, hier geht er jetzt auch auf die Kaserne drauf, er hat jetzt auch noch ordentlich was mehr von diesen Frostwürmern. Ja, da werde ich mich nicht mehr verteidigen können, wahrscheinlich. Denke ich mal, also, wie auch. Ja, wir bauen da jetzt einfach mal Türme, wie Sau, ne? So viel, wie es halt nur geht. Unser Rathaus wird hier belagert. Ja, hätte ich vielleicht Anno doch nicht angreifen sollen. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Ich habe den Eindruck, irgendwas haben wir falsch gemacht. So, aber vielleicht lässt er jetzt noch unsere Hauptbasis uns ein bisschen... bauen wir das Ganze mal doch zu einem Wachturm aus. Dann Arkanenturm, immer so abwechselnd Wach- und Arkanaturm. Ich
glaube, das dürfte ganz cool sein. Hier. So, den Bergkönig wiederbeleben wir nochmal. Dann ein paar Scharfschützen wieder ausbilden. Die Schmiede, da verbessern wir die Einheiten auch nochmal. Dann haben wir vielleicht nochmal eine Elite-Armee, mit der wir reinhauen können. Hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, wir haben ja auch keine Ressourcen mehr, die wir großartig sammeln können. Das wird alles ein bisschen schwierig. So, das hier müsste dann wieder ein Arcana-Turm werden. So, dann bauen wir hier den Kontrollturm noch auf. So, und dann haben wir hier vielleicht ein bisschen Verteidigung. Ich weiß es nicht. Wie viel das jetzt ist überhaupt an Verteidigung. Oder ob das was bringt, aber die von Anno waren ja jetzt auch nicht komplett schlecht. Die haben uns ja schon dezimiert, die Verteidigungstürme. Ja, deshalb rechne ich jetzt mal damit, dass die was bringen. Bauen wir hier einfach noch einen Turm hin. So, da haben wir jetzt wieder Bandis Forgefire, also unseren Helden wieder. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich sehe, ob meine Bevölkerungslimit erreicht ist. Aber ich baue jetzt einfach mal Scharfschützen. Wir haben kein Gold mehr. Das war's also. Wir haben das letzte Gold in diese Türme investiert. So, jetzt schauen wir einfach mal, ob wir in der Mitte nochmal was ausrichten können mit unserer Armee. Wir könnten uns jetzt auch zukämpfen, bis das Spiel zu Ende ist. Und einfach hoffen, dass wir nicht letzter sind. Ich klopf die mal an. Klopf, klopf. Jawohl. Ja. Wer lebt denn jetzt alles noch? Alle. Und wie verliert man jetzt? Wenn man die Base verliert. Ich habe schon Heiko fast ausgelöscht. Ja, fast. So, ich mache jetzt gerade hier die Donnerechsen so kaputt, weil ich mir denke, irgendwas muss das ja bringen, wenn die sterben. Jetzt haben wir diesen Goblin-Laden. Ach, da können wir uns nur Stiefel und so einen Kram kaufen, okay. Das heißt, ich krieg, wenn ich länger überlebe, mehr Punkte, oder? Theoretisch ja. Also geht's nicht nach Punkten, sondern nach Überleben. Haben wir beim letzten Spiel gemacht. Wir können das natürlich spontan so sagen, dass wir nach Punkten gehen. Ne? Mir ist es egal. Wenn wir uns alle einig sind. Ja, also ich kann nichts mehr machen. Ich kann jetzt nur noch warten. Warum? Du kannst doch angreifen. Ja, da verliere ich ja noch eher. Ach, warum? Du kannst doch andere ausschalten. Blücher ist zum Beispiel relativ schwach. Ja, woher soll ich wissen, wo der ist? Ist ja, scouten. Ja, ich habe ja keine Einheiten zum Scouten mehr. Hast du alles verloren, oder wie? Ja, du hast mich doch angegriffen. Du kannst ja Einheiten nachbauen. Der steht immer noch in der Base. Ja, mit welchen Ressourcen, wenn alles outmined ist? Du kannst doch nicht alles verbraucht haben. Doch, ich habe keine mehr. Du hast doch noch Vorrat oben. Nein, es ist wirklich alles weg, alles outmined. In deiner Umgebung? Und Blücher hat nichts mehr? Angeblich. Blücher hat einen ganzen Verteidigungsring. Ja, aber ich habe Blücher zum Beispiel einmal auch komplett glatt gemacht. Das kannst du mir auch nicht sagen, dass du gar nichts hast. Also wie gesagt, ich habe 160 Gold und ich kann keins mehr sammeln. Ich glaube, ich bin die einzige Person, die behaupten kann, dass sie gar nichts mehr hat. Also nada. Ja, Blücher, der Heiko ist gleich down. Ja, gut, ich lass dann halt laufen, ne? Ja, dann lass nach Punkten spielen. Dann musst du halt gucken, dass du stärker wirst. Sind alle für Punkte? Nein, also jetzt nicht wieder mitten im Spiel die Ich Dinge frag doch. Deshalb, ich bin dafür, wir bleiben beim Alten. Ja, bleiben wir ja auch. Danach habe ich ja auch gespielt. Alles klar. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll. Ja. Bin fertig im Endeffekt. Keine Ahnung, wo ich jetzt Ressourcen herbekommen soll.
Wobei, da könnte ich mal hinlatschen. Was ist es diesmal? Das wäre eine Option. Woher habe ich überhaupt den Greifenreiter? Das frage ich mich auch. Was? Na gut. Wenn ich jetzt auf Spiel beenden klicke, gehe ich dann zurück ins Hauptmenü oder schließe ich das Spiel? Nee, genau. Dann, ich glaube, wenn du das Spiel beenden gehst, dann gehst du entweder ins Hauptmenü oder schließt das Spiel. Ich kann nichts genau sagen. Eins von beiden. Okay, ja, okay, dann bitte. Beende ich die Aufnahme, bevor ich auf Spiele klicke, sonst crasht das Ganze noch. So, dann machen wir jetzt mal diesen Tauchenläuferplan. Ich kann nämlich schlecht irgendwie kommentieren. Beziehungsweise geht ja nichts. No. Also, da verabschiede ich mich auch gleich von euch, weil ja, wenn ich kann nicht mehr viel tun. Ich wünsche euch allen noch viel Glück. Ja, dann ciao. Danke. Ciao. Danke, ciao. Ciao. Ist gut. Habt ihr ein Ziel? So, dann sind wir jetzt hier und bauen da mal eine neue Burg. Ein Rathaus. Ah, toll, wir haben kein Gold dafür. Ja. Das ist ja mal richtig blödsinnig jetzt. Haben wir überhaupt noch Siedler? Auch nicht mehr, oder? So gut wie gar keine mehr. Was haben wir da überhaupt für Einheiten? Kommen die jetzt plötzlich her? Da haben wir ja sogar noch einen Ritter rumstehen und so Zeugs. Und einen Soldaten. So, Umhang der Schatten, kann man sich das irgendwie schnappen? Für mein Volk. Sieht so aus, als wäre jetzt der Hawking da besonders gut, weil er jetzt das bekommen hat. Ich weiß es aber nicht. Ja, das Spiel dauert wesentlich länger, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Also, ich dachte, das ist etwas schneller vorbei. Kann ich das Schwein nicht umbringen? Warum denn nicht? Ich will das Schwein umbringen. Kann ich irgendwie meine Einheiten heilen? Vor allem, ich krieg so langsam Gold durch diese Prozedur. So langsam. Das ist ja haarsträubend. Immer nur plus 7. Ja. Ja, klopf, klopf. Jawohl. Dürfte ich dann darum bitten, irgendwie angegriffen zu werden? Ich habe eh keine Verteidigung. Zeit zu gehen. Ich kann irgendwie nicht verstehen, wieso du nichts hast. Zeit zu gehen. Weil ganz nebenbei, du kannst es auch so machen, wie ich jetzt gerade. Du schickst einfach deinen Bautruppen in eine Mine neben dir, falls die im Moment frei ist, und lass sie dann laufen, auch wenn du da jetzt gerade kein Stadtzentrum hast. Ja, das mache ich gerade, aber das bringt ja fast nichts. Ja gut, das musst du halt so lange machen, bis du genug hast für ein Stadtzentrum, dass du da hinbauen kannst, beziehungsweise für Einheiten. Trollt Anno gerade im Chat? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist kein Trollen, das war eine Bitte. Dass Rest nicht im zweiten Spiel schon wieder mich so früh rausfokussen soll. Ich hab dich nicht rausgefokust, Heiko war neben mir und danach hab ich dich angegriffen. Ja, beim letzten Mal hast du auch. Dann geh doch mal genauso vor wie im letzten Mal. Geh jetzt nach rechts, mach mich kaputt. Ich mach gar nichts und dann gehst du links rum. Oh, jetzt hör doch auf, jetzt rumzuflamen. Vor allem, weil Pilo doch danach schreit, dass du ihn tötest. Ich schrei nicht danach. Dann. Anno, warte mal, es geht einfach nur darum, du beschwerst dich, dass Mr. West das Spiel in einer gewissen Weise beeinflusst und jetzt verlangst du von ihm, dass er es beeinflusst. Er beeinflusst ja nicht nur das Spiel, sondern damit auch die Punkte. Und ich habe halt extrem viele schon nicht. Das ist also Ironie. Jetzt nicht, dass das irgendwer falsch versteht. Ich habe übrigens weniger als du, Anno. Du hast hiernach aber mehr, also komm, brauchst du damit nicht kommen. Ich halte mich raus. Ich sag nur, ich habe nichts. Mich kann man schrocken. Pilo, und die Aufnahme ist unspannend für meine Zuschauer im Moment, weil ich halt echt nichts tun kann. Rechts neben dir müssten Minen auf jeden Fall sein, die frei sind. Ja, die meine ich auch, aber das dauert ja ewigst. Du kannst da Hauptgebäude vorsetzen. Nein, ich habe nicht genug Gold dafür. Dann sammelst du jetzt genug, um da eins vorzusetzen. Genau, das mache ich ja gerade. Ja, das mache ich ja, aber ich bin trotzdem so leicht zu plätten. Das ist ja wie wenn ich in Hus versuche, gegen einen, der 30 Admins hat, irgendwann mal auf eins zu sparen. Nein, weil meine Goldminen sind auch fast alle weg.
Ich habe mich jetzt gerade zum Beispiel jetzt ziemlich verausgabt. Ja, genau. Zum Beispiel, er hat meine abgenommen und jetzt habe ich mich so ziemlich verausgabt an Heiko. Und das ist halt das Problem. Ich habe jetzt zum Beispiel ziemlich viel in Heiko rein investiert und in Anu gerade in Angriff. Darum. Ja, okay, passt. So, dann können wir gleich unser Rathaus bauen, aber ja, irgendwie weiß ich nicht, wohin das führt. Also ich check's halt irgendwie nicht. Weil ich denke, ich habe ja gar nichts. Dann verstehe ich nicht, warum ich noch nicht tot bin. Wie, du kannst hier nicht bauen. Rathaus, bauen. Wieso kann der hier nicht bauen? Klopf, klopf. Jawohl. Ich will das Rathaus bauen, aber der sagt mir die ganze Zeit, hier kann nicht gebaut werden. Du bist dann zu nah an der Goldmine. Ja, mein Lord. Was? Ja, scheint so gewesen zu sein, obwohl das grün angezeigt wurde. Das hat mich dann schon irritiert. Ja, schauen wir mal, also... Ich weiß auch nicht genau, ich sollte eigentlich jetzt auf sehr holzintensive Einheiten setzen, wenn ich das richtig sehe. Weil ich ja an Holz viel mehr habe. Jetzt schaue ich mal, was kostet am meisten Holz? Ja, Ritter kosten proportional am meisten Holz. Ritter greifen Landeinheiten ein. An. Es ist mehr Gold erforderlich. Wir haben kein Gold für Ritter, ja. Ah. So, da ist wieder so ein Siedler von uns, der darf da auch noch mitarbeiten. Ja, ich gehe jetzt einfach mal mit meiner Armee ein bisschen rum, weil mir langweilig wird. Was ich nicht besonders nett finde, weißt du. Oh. Das tut mir leid. Greifen wir doch einfach mal hier diese Geisterschweine an. Soll ich das demnächst anders machen? Und außerdem, du hast mich angegriffen, sonst wäre ich unten bei Anno geblieben. Ich habe nur eine Goldmine gebraucht. Na, hättest du rüber nach Pilo gehen müssen. So, damit haben wir diese Goldmine auch geklärt. Ich hab's auch gesehen. Da unten sehen wir Anno, Knochenhof und so. Der hat mittlerweile auch diese Frostwürmer. Seine Ghule. Ja, okay. Zauberstab des Mana-Stehlens. Mhm. Was auch immer. So, da bin ich wieder, sorry, mein Headset ist ausgefallen. Schauen wir mal. Arkanes Gebölbe, Schmiede, Kontrollturm, Greifenhorst. Ja, wir haben eh keine Ressis, also. Ja, was überlege ich hier eigentlich? Was ist es diesmal? Was auch immer. Perfekt. So, wir gehen mal mit einem Greifenhorst Anno ärgern. So, jetzt locken wir ihn her und dann greifen wir seine Frostwürmer an. Schade, hat nicht ganz so geklappt, wie ich dachte. So, auf die Frostwürmer. Fertig, los. Haut rein, ihr Zauberer. Killt mal die Frostwürmer, bitte. Kommt schon, holt euch die Frostwürmer. Holt sie euch, holt sie euch. Haut sie down. So, der Frostwurm ist down. Und jetzt können wir ihm auf die Siedler gehen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Das heißt, Anno haben wir jetzt wieder mal ein bisschen schwächen können. Oh, unser Bergkönig ist down. Scheiße, und jetzt kommt Anno mit seiner Hauptarmee. Perfekt, wir haben es verkackt. Sozusagen Zerstörer und Frostwürmer, ja. Keine Chance. Keine Chance, ey. Gehen wir eben noch auf die Zerstörer hier. Die werden auch noch ein bisschen dezimiert, aber...
Unser Conjurus Rex darf mal nach Hause. Ja, dann gehen wir eben wieder hier auf den Zerstörer. Also, ich bin immer verwundert, was meine Einheiten doch irgendwie an Schaden anrichten anscheinend. Ich denke die ganze Zeit, ja, das ist sowieso sinnlos. Aber irgendwie killen die doch was. Ist total komisch. Da ist dann auch noch Mr. West unterwegs. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gold, jetzt können wir wieder nachbauen. Und wie ich den Eindruck, den ich jetzt wirklich habe, ist, dass diese Scharfschützen einfach mit Abstand am besten sind gegen das, was Anno so bringt. Deshalb bauen wir jetzt mal mehr davon. Ja, jetzt kommt Anno wahrscheinlich mit dem Counter-Attack. Yep, da müssen wir schnell unsere Siedler retten. Bauen wir also ab. Und lassen ihn unsere Base crushen vielleicht. Ne, Mr. West ist jetzt auch noch da. Will aber nicht intervenieren, will also Anno seine Arbeit machen lassen. Ja, wunderbar, dann renn mal in unsere Verteidigung, Anno. Schön. Ich weiß jetzt nicht, wem das jetzt mehr gebracht hat übrigens. Keine Ahnung. Da hat Blücher sich aufgebaut, okay. Unsere Bergkönige und so sind wieder alle tot. Den können wir auch nochmal wieder beleben. Auch wenn ich nicht weiß, was der kann. Oder ob der überhaupt irgendwas kann. So, jetzt hat Blücher mal ein bisschen was an unserer Verteidigung verloren, glaube ich. Wir gehen wieder an der Goldmine arbeiten. Ja. Puh. Sehr, sehr komisches Match, Leute. Sehr, sehr komisches Match, wirklich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das hier aussieht. Ich weiß nur, dass Mr. West gewinnen wird. Das war's dann aber auch. Mehr weiß ich nicht. Jetzt kriegen wir wieder 10 pro Gold, weil wir anscheinend weniger Bevölkerung haben oder so. Komisch. Ja, bauen wir mal wieder die Armee auf. Also Anno haben wir, glaube ich, ein bisschen schaden können. Also der hat wieder ein bisschen was verloren an uns. Mr. West hat natürlich fröhlich zusehen können und Profit rausschlagen können. Blücher scheint nicht so stark zu sein, wenn ich mal nach den Einheiten gehe, die er gegen mich geschickt hat. Ja. Ein paar Soldaten können wir noch raushauen. Dann haben wir auch noch was gegen Boden. Jetzt wird gerade unser Typ noch wieder belebt. Unser Held. Wir sammeln ja hier eigentlich relativ effektiv Gold, gerade an der Goldmine. So gesehen bin ich also zufrieden. Ja. Okay, also jetzt so langsam habe ich das Spiel ein bisschen besser verstanden. Würden wir jetzt nochmal spielen, wäre ich besser. Glaube ich. Wer ist jetzt eigentlich alles noch am Leben, nachdem Brest mich gleich vernichtet hat? Ich? Ich glaube, ich. Oh, Blücher, du lebst noch? Ja. Wo denn das? Lass mich mal Blücher angreifen. Wo du mir gerade nahst. Du hast eine zweite Base. Ja. Hilo ist nicht ganz die richtige Taktik, nicht ganz. Jetzt, wo West gerade meine ganzen, wo West mit seiner Armee bei mir gerade reinscheißt, wäre es vielleicht eine gute Idee, ihn anzugreifen. Er hat viel zu viel Verteidigungstürmer wahrscheinlich. So, Blücher ist aber auch so ein harter Camper, das weiß ich von ihm. Deshalb müssen wir gut aufpassen, wenn wir ihn angreifen. So, hier haben wir unseren Greifenhorst. Vielleicht bauen wir nochmal so einen Greifenreiter. Und dann gleich nochmal so einen Soldaten, wenn das denn geht. Und dann können wir eigentlich angreifen. Also dann ist auch unser Altar der Könige, der hat dann auch wieder den nächsten Helden wiederbelebt. Sorry, dass ich so heiser bin. Also ich bin halt echt krank. Ich erwarte euren Befehl. Dann... Ja, warten wir noch auf Scharfschütze. Ich baue lieber einen Scharfschützen statt einen Soldaten. Wobei, wenn man einen Scharfschützen baut, kann man eigentlich auch schon fast wieder einen Ritter bauen. Naja, wir werden sehen.
Wir haben eigentlich noch, das hier scheint die Bevölkerung zu sein. Dann haben wir noch Platz für mehr. Wenn ich das richtig sehe. Und dann können wir im Greifenhorst vielleicht mal wieder was bauen hier. Ein Greifenreiter zum Beispiel. Geladen und entsichert. Ob Drachenfaltenreiter genauso gut sind oder irgendwie wesentlich schlechter, ich habe keine Ahnung. Bauen wir mal den Ritter nochmal. Wir brauchen ja auch was gegen die Bodengebäude hier von Blücher. So, da haben wir wieder unseren Helden. Ja. Gleich ist unser Ritter fertig, dann schaue ich mal, dass wir angreifen, oder? Ja, das müsste jetzt reichen. Ich habe keine Lust, weiter zu warten. Wir greifen mit dem an, was wir haben. Und zwar gehen wir mal ein bisschen... Ja, wobei, es ist egal. Es geht nicht anders. Wir kommen frontal. Ausbildung, zack, da haben wir den Ritter. Ja, mein Lenzer. Natürlich. So, wir sehen Blüchers Armee da vorne gleich. Oh, da ist was Feindliches. Mr. West will uns ärgern. Greifen wir Mr. West an, wenn er schon da steht. Ist mir jetzt auch egal. Ja, er deaktiviert unsere Einheiten vor allem immer für einen gewissen Zeitraum. Das ist echt nervig. Somit kriegt er unsere Armee halt sofort down. Ich versuche eben immer, ihm hier seine Helden wegzunehmen, um ihn zu ärgern. Aber ich verliere gerade alles. Unsere Bergkönige fallen. Ja, da haben wir keine Chance gegen ihn irgendwie. Er hat da einfach Fähigkeiten, er hat natürlich auch viel mehr Einheiten, seine Gruftbestien und so. Ich müsste also voll ausmaxen, meine Armee, um da irgendwie eine Chance zu haben. Wie es aussieht, geht das nicht. Ja. Und jetzt werden wir wahrscheinlich noch angegriffen. Ne, jetzt geht er noch auf Blücher. Also ein bisschen geschwächt habe ich ihn, aber... Ich glaube, ich habe ihm höchstens zwei Einheiten oder so gezogen. Plus, er kann ja jetzt nochmal Tote beziehen aus dem, was ich hatte. Also ich glaube, er kann irgendwie... Er hat ja die Untoten hier, die stehen hier alle wieder auf. Irgendwie, also... Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich da noch machen? Ich habe eigentlich Riesenlust aufzugeben, aber kann ich ja nicht, weil... ich dann weniger Punkte habe. Klopf, klopf. Guten Tag. Wer lebt jetzt noch? Also es leben alle wie eben noch. Ich habe jetzt den Blücher vorgezogen, da der halt vom Rangsystem, also der ist der Zweiter. Darum greife ich erstmal Blücher an. Ich wollte ihn deswegen eben eigentlich platt gemacht haben. Ich wusste aber nicht, dass er noch eine zweite Base hat. Ja, es ist halt jetzt irgendwie, also... Greif mich mal demnächst an, okay? Nee, ich greife danach erstmal Arno an. Einsatzbereit. Ja, nächste Goldmine weg. Ja, es dauert halt nur so ewig irgendwie. Ja, das Problem, ihr spielt halt relativ alle passiv. Ihr wartet alle da drauf, dass ich komme. Wir haben alle keine Ahnung, was man in diesem Spiel machen soll. Weil du auch im Internet keine vernünftigen Guides und Erklärungen und so einen ganzen Kram findest. Und man mit der Geschwindigkeit dieses Spiels halt dann noch nicht so gut klarkommt. Ich war gerade dabei, eine einigermaßen Armee gegen dich aufzubauen, weil ich gerade erst zu den Scout-Einheiten gekommen bin. Aber dann hast du mir ja schon in die Base geschissen. Ach komm, kann ich nicht nochmal was aufbauen? Nein. Wir bauen jetzt einfach noch eine Kaserne dahin. Wir pumpen jetzt einfach Landeinheiten bis zum geht nicht mehr. Ist mir jetzt eh zu blöd. Hauen wir einfach Soldaten raus, ja, so viele wie nur können. Zum Beispiel dein Spiel war es doch. Was ist bei mir? Das ist doch dein Spiel. Ich hatte das als Idee, weil ich das mal früher, weil ich das auf LANs gespielt habe früher. Fun Maps. Nicht das richtige Spiel. Ja, okay. Ich hab's noch nie gestartet, insofern. Da bist du nicht gerade im Nachteil, Anno. Ja, gegen dich nicht, gegen West schon, weil der das Spiel kennt und kann. Naja, ja, aber das war Timmy Neutron auch in Roos, also.
Na, aber Us konnten immerhin 5 von 6. Und hier kann es einer von 6. Und deshalb waren die 6 Punkte für Best diesmal wieder sicher. Leider. Also, ihr hattet ja auch genug Zeit, das euch anzugucken. Oder vorher zu informieren. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe... 2 Wochen halte ich für genug Zeit. Ich habe jeden Tag im Internet geguckt nach Guides. Die findest du nicht mehr, weil das Spiel so verdammt alt ist. Und spielen kannst du es auch nicht, weil die KI dich rusht und cheatet. Noch härter als in Roos. Hättest mich fragen können. Ja, und dann, natürlich, man fragt seinen Gegner, wie man spielt. Dann weiß der seine Taktik und countert mich aus. Ich hab's Blücher erklärt, ich hab mit dem ein paar Mal gespielt, ich hab mit Timmy ein paar Mal gespielt. Ich hab ihm alles ganz normal erklärt. Ja, so hab ich jetzt auch eigentlich mal mitbekommen, damit vielleicht schlau wäre, sich 2-3 Basen nochmal extra zu holen. Ich hab eigentlich gehofft, damit du die da oben nicht so schnell rausfindest, dass ich eventuell noch Dritter werde. Dadurch, ich hab dich nur per Zufall gesehen mit einer Einheit von mir, dann hab ich einen Soldaten von dir gesehen. Scheiße. Okay, ja. Gut, dann GG, ich mach dann erstmal die Aufnahme vorbei, man kann ja nicht hier zugucken, oder? Genau. Okay. GG. Ah, okay, jetzt check ich's erst. Du greifst die an, die in der Rangliste des Royal YouTuber Beefs für dich die größte Richtig. Gefahr sind. Okay, ja. Ja, das ist ja klar. Yay, ich die größte Gefahr. Ein Punkt. Du bist jetzt damit bei 12 und ich habe dann im Endeffekt wie viel? 4? 5? Glückwunsch. Sehr gefährlich. Der Pilo hat 0 Punkte. Aber Heiko war eben eigentlich mehr Zufall. Obwohl, der ist doch Dritter gewesen, ne? Egal. Ja, Heiko war Dritter, glaube ich. Ja, Heiko war einfach Zufallsziel. Also da habe ich noch willkürlich angegriffen. Nur ich bin halt gerade jetzt kurz, wo ich deine Base kaputt gesneakt habe. Da bin ich nochmal zum Blücher rüber. Einfach nur wegen dem Grund, dass der halt höher in der Rangliste ist. So, GG, Anno? Ja, gut, dann bin ich auch mal weg. Ciao. Ciao. Bauernfight! Na gut. Jo, haut rein! Unsere Stadt wird belagert. Bauernverstärkung kommt! Nein! Es ist mehr Gold erforderlich. Was brauchen wir? Unsere Steinkräfte werden angegriffen. User disconnected from your channel. So, jetzt greifen wir hier nochmal Mr. West an, beziehungsweise wir verteidigen uns mit Ach und Krach. Das heißt, wir haben gar keine Chance, auf Deutsch übersetzt. Meine Nahkämpfer am Boden können ihn nicht aufhalten. Ich habe auch den Eindruck, er wird irgendwie geheilt. Also da hinten sind so Gruftbestien, die können wahrscheinlich heilen. Ja, und dann machen halt seine Greifenreiter oder Frostwürmer, wie die da heißen, mich natürlich komplett platt. Jo, GG. Wer ist jetzt noch am Leben nach mir? Nur du. Ah ja, okay. Ja gut, dann an die Zuschauer nochmal. Also ja, auch auf jeden Fall auch GG. Jo, klar. Der Vorteil ist jetzt bei dem anderen Spiel, das, was ich vorgeschlagen habe, ne, das, was relativ unbekannt ist. Das kann ich genauso wenig wie ihr alle. Ja, das ich reg mich auch nicht auf, mir geht's auch nicht um die Platzierung. Ich wollte es nur erwähnt haben, das habe ich nämlich extra auch nicht mehr angeguckt und kein gar nichts, weil das habe ich wirklich ganz, boah, was heißt ganz klein, relativ jung war, gespielt und da hatte ich noch nicht wirklich Ahnung, wie man Computer spielt. Da habe ich Tasten gedrückt. Okay, ganz okay. Kurz, Team Neutron ist oben. Nur, du kannst ihn ja Bescheid sagen, er ist halt Platz 6.
Jo, mach ich kurz. User left your channel. Gut, dann gebe ich mal auf und würde sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Die Links zu den Kanälen, die mitgemacht haben, gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, GG an dich, Mr. West. Dankeschön, Dankeschön. Und dich als Zweitplatzierter auf jeden Fall auch GG. Hast dich anscheinend gegen Blücher behaupten können und gegen Anno. Ihr habt euch, glaube ich, da ein bisschen gebettelt. Ich habe Anno ab und zu so ein bisschen angegriffen, Blücher weniger, glaube ich. Ja, Blücher war halt relativ schnell auch kaputt durch mich. Ich habe seine zweite Base relativ früh geschrottet, um Gold da rauszukriegen. Und ja, gut. Freuen wir uns mal auf das dritte und auf die dritte, vierte, fünfte und sechste Runde. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.